darum, die aktuellen Entwicklungen oder die aktuellen Projekte, wo sie haben, unter anderem eben diese Beschichtung auf Kohlenstoffbasis. Kohlenstoffbasis, ja. Genau, jetzt habe ich es richtig ausgedrückt. Wenn Sie uns da vielleicht nochmal verraten, wie ist da der aktuelle Stand? Okay, also grundsätzlich ist unser Thema ja, das heißt Schnittstellen, Steckverbinder, das ist ein Synonym. Und es geht dabei immer um eine Übertragungskette. Also wir fangen an mit einer Quelle, zum Beispiel einem CD-Player oder aber kann auch ein Streaming sein. Und dann müssen wir das weiter steuern, regeln bis hin zum Lautsprecher. So, dazwischen haben wir jede Menge Steckverbinder, sprich Schnittstellen. Und um die geht es. Das ist unser Thema. Und bei der Übertragungskette, wie der Name schon sagt, kann ja jede Kette nur so stark sein wie das schwächste Glied. Und nach unserer Meinung sind das in vielen Fällen eben Steckverbinder. Wenn man sich einmal vergegenwärtigt, welch enormer Aufwand getrieben wird bei den Geräten, angefangen von den Verstärkern, die sehr, sehr aufwendig ein Signal versuchen zu steuern, aufzubereiten, zu regeln. Und wenn man sich überlegt, welcher Aufwand, auch finanzieller Aufwand, dahinter steckt, so ein Verstärker, der kann leicht ein paar tausend bis 10.000 Euro kosten oder mehr. Und wenn man dann genauer hinschaut und sieht, dass plötzlich kommt also irgend so ein Steckverbinder, möglichst vom billigsten Anbieter, der ja nur die Verbindung herstellen soll, dann ist das nicht sonderlich klug. Weil das karikiert natürlich den enormen Aufwand, den man vorher getrieben hat. Und deshalb haben wir uns dieses Themas angenommen und gesagt, wir versuchen die Schnittstellen dem Stand der Technik anzupassen. Und unsere aktuelle Serie heißt Next Gen. Und das sind eben Steckverbinder, die im Gegensatz zu dem, was wir bisher gemacht haben, nämlich massive Steckverbinder, sind das halt hybride Konstruktionen aus Funktionsmaterialien. Das heißt, Funktionsmaterialien, wir haben uns überlegt, mit welchem Material man am besten elektrische Signale transportiert. Das ist in aller Regel Kupfer und wenn man es ganz nobel haben möchte, ist es auch Silber. Mhm. Ich rede von massivem Silber, nicht von versilbert. So, und um die Stabilität und um die Sicherheit zu haben, deshalb werden diese Teile mit dem anderen Funktionselement, nämlich Kunststoff, umspritzt. Und so, beides zusammen, ergibt ein, ich glaube, ich darf sagen, ziemlich perfektes Produkt. Das ist unsere aktuelle Next-Gen-Serie. Sie glänzt nicht durch eine maximale Größe, sondern durch eine angemessene Größe. Und das sieht man zum Beispiel bei Polklemmen hier an dem Produkt. Eine Polklemme muss nicht größer sein als so. Kleiner allerdings auch nicht. Man muss es vernünftig anfassen können. So viel zum Thema Haptik. Und von der Optik her soll es natürlich ansprechend sein. Man sieht im Markt vielfach ziemlich große Steckverbinder, kommen meist aus asiatischer Fertigung, die auch noch vergoldet sind. Da entsteht der Eindruck einer hohen Wertigkeit. Leider ist das ein Trugschluss, weil das sind nur Äußerlichkeiten. Es geht ganz genau auf den Punkt darum, dass man es vernünftig bedienen können muss und man muss das Signal sauber und ordentlich übertragen können. Das alles leistet Next Gen. Natürlich, wo Sie mich eingangs gefragt haben, wohin geht die Zukunft? Ja, wir haben natürlich Entwicklungsprojekte, die laufen sogar schon seit einigen Jahren. Aber ich darf Ihnen sagen, es ist sehr, sehr komplex. Das, was wir möchten, ist schlicht und ergreifend der Wechsel zwischen dem Leitermaterial Metall zu dem Material Kohlenstoff. Das ist kein Metall. Aber viele kennen das eher unter dem Begriff Graphit. Graphit leitet auch Signale. Und genau das ist unser Ziel. Wir möchten gerne zu einem späteren Zeitpunkt, das wird aber noch mindestens anderthalb Jahre dauern, möchten wir gerne Steckverbinder herausbringen, die als Signalleiter nicht mehr Metall, sondern Kohlenstoff haben, Graphit. Stichwort Graphen, das haben vielleicht einige schon gehört. Graphen ist eine einzige Atomlage von Graphit.
das ist das, wo seit einigen Jahren eigentlich die ganze Welt dran forscht, um dieses Graphen für die praktische Anwendung nutzbar zu machen. Und ich darf sagen, wir sind da auf gutem Weg. Wir haben es noch nicht ganz geschafft, aber wir sind auf einem guten Weg, um das wirklich zu realisieren. Das ist ein Zukunftstraum. Deshalb darf ich sagen, bitte konzentrieren Sie sich zunächst mal auf NextGen. Damit haben Sie schon das derzeit Machbare wirklich erreicht. Gut. Prima. Herr Tönne, wir sagen vielen Dank. NextGen haben wir alle, denke ich, erfolgreich schon im Einsatz, zumindest in der audiophilen Szene. Und wir freuen uns dann schon auf, sobald das neue Produkt dann die Serienreiche erreicht, dass wir das dann auch mal, dass wir dann auch möglichst schnell in den Genuss kommen können. Wir bemühen uns. Gut. Ja. Dankeschön. Vielen Dank für Ihre Fragen.